Howdy Leute, hallo hier und willkommen zum Unboxing und Gewinnspiel der Red Dead Redemption 2 Collectors Box. Ich habe hier schon einen Unboxing-Stream zu meiner Edition gemacht, hier allerdings das Ganze in etwas besserer Qualität und wie gesagt, das ist eure Version. Dort werden alle Sachen bis auf etwas, nämlich die Pins, verlost. Allerdings habe ich dafür auch einen Ersatz und zwar eines dieser zwei T-Shirts. Da könnt ihr jetzt abstimmen. Ich blende für das hier schwarz ein und für das hier weiß. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann stimmt für weiß ab. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann für schwarz. So, dann machen wir das Ding auf. Auch ein bisschen zackiger. Die Informationen zum Gewinnspiel gibt es dann am Ende des Videos. Und ja, machen wir das Ding mal auf. Für die, die den Stream schon gesehen haben, ist es natürlich nicht so interessant. So. Da haben wir das Ding. Und da muss ich es, glaube ich, von hier öffnen. Ja. Dann kommt dieses schöne Outlaws auf ewig. Dann macht man das so hier auf und dann stößt einem hier diese Kiste entgegen. Und Moment, die nehme ich kurz raus. So, zack. Hier das Schloss und der Schlüssel. Und ja, dann ist hier die Box. Wenn wir die aufmachen, bekommen wir hier gleich den ersten Artikel. Und zwar der Katalog aus dem Spiel selbst, wo alle Sachen drin sind. Und ja, da blende ich euch jetzt eine Nahaufnahme ein und den könnt ihr auch einzeln gewinnen. Dann haben wir hier dieses schicke Bandana und auch das wird einzeln verlost. Und auch da gibt es jetzt eine kurze Nahaufnahme. Als nächstes haben wir die Schatzkarte aus der Collectors Box. Dazu werde ich übrigens wahrscheinlich noch ein Video machen, wie man diesen Schatz findet. Und ja, auch die wird einzeln verlost. Und Nahaufnahme bekommt ihr auch jetzt zu sehen. Dann als nächstes haben wir das St. Denis Puzzle, etwas, wie ich finde, vom geilsten, obwohl auch das leider nicht so die Bombenqualität hatte. Ich habe es ja schon zusammengebaut, da bekommt ihr gleich eine Aufnahme, wenn ich das Ding jetzt rauskriegen würde. Moment, ich nehme einfach das ganze Ding hier raus und dann geht das. So, zum Rest kommen wir gleich. Genau, das sieht so aus und zusammengebaut sieht es dann so aus. Also auch das kann jemand gewinnen.
Dann haben wir hier den Coin, den Buffalo Coin oder Challenge Coin. Und ja, der wird ebenfalls einzeln verlost. Nahaufnahme bekommt ihr jetzt zu sehen. Dann haben wir die Pins, die ich wie gesagt schon jemandem versprochen habe, der eine Pinsammlung hat. Ich denke, da können wir alle ein Auge zudrücken, weil ja, dass der sich nicht nur wegen diesen Pins die Collectors Box holen muss. Und wie gesagt, ich habe euch ja auch einen Ersatz mit diesen T-Shirts aufgetrieben. Und ja, trotzdem hier eine kurze Nahaufnahme der Pins. Und dann hat man noch die Cigarette Cards und die bekommt ihr auch jetzt ausgepackt zu sehen. Und auch das Ding werde ich einzeln verlosen. Dann zum Schluss, ja, wie ich finde, das Beste und Nützlichste der Box. Und zwar sind das die Red Dead Redemption 2 Pokerkarten. Und auch da habe ich ein kurzes Video gemacht, wo ihr alle Karten zu sehen bekommt. Und auch dieses Pokerset werde ich einzeln verlosen. Wir fassen also zusammen, wir haben die Box, natürlich mit dem Schloss und dem Schlüssel. Dann haben wir die Pokerkarten, Moment, ich mache das hier so in die Mitte. Dann haben wir die Cigarette Cards, dann haben wir das Puzzle. Dann haben wir das Bandana, den Katalog, den Coin und die Schatzkarte. Das sind zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus ein T-Shirt, 9 Gewinner. Und ja, ich habe schon für meine treuen Abonnenten so eine Art Vorgewinnspiel gemacht. Dort werde ich dann einfach 4 Leute rausziehen und hier bei diesem Video dann 5 Leute. Und um hier mitzumachen, braucht ihr einfach einen Kommentar zu schreiben mit dem Hashtag Gewinnspiel. Und ganz wichtig, Leute, schreibt nicht in die 2 Kommentare oder so, sondern wirklich nur einen. Und auch wenn ich merke, dass jemand mehrere Accounts erstellt hat, wird er natürlich vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Und ja, dafür habt ihr genau bis nächsten Freitag, 24 Uhr Zeit. Alle Kommentare, die bis dahin geschrieben wurden, werden gezählt. Und am Sonntag kommt dann die Gewinnspielauflösung. Abonnieren und teilen ist freiwillig, würde mich aber natürlich freuen. Natürlich müsst ihr jetzt nicht dieses Video teilen, weil dann eure Chancen verschlechtert werden. Aber es würde mich zum Beispiel freuen, wenn ihr meinen Kanal teilen würdet oder sonst was. Aber wie gesagt, das ist alles freiwillig. Ja Leute, dann noch eine kurze Info, wie es weitergeht hier auf dem Kanal. Ich habe das Wochenende wirklich nur noch Red Dead Redemption 2 gespielt. Und mittlerweile sind mir auch schon die ersten Videoideen gekommen. Es kann trotzdem noch ein bisschen dauern, weil ich diese Woche jetzt noch eine Prüfung habe. Aber ja, seid auf jeden Fall gespannt. Richtig aktiv werde ich dann bestimmt zu Red Dead Online werden. Und ja,
was soll ich sonst noch sagen? Das Spiel ist einfach der Hammer. Also man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Man weiß echt nicht mehr, wo man anfangen soll. Es kommt immer wieder etwas Neues und das Spiel ist sozusagen ein endloser Flash und es sieht genauso gut wie in den verdammten Trailern aus. Das ist echt unglaublich. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, das Spiel wird auf jeden Fall Spiel des Jahres werden. Ja, Leute, dann würde ich nur noch sagen, bis spätestens Sonntag zur Gewinnspielauflösung und haut rein!